So, da gehen wir doch direkt weiter. Jetzt muss ich nur gucken. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Hier war ich aber noch nicht. Gibt es also ins um dieses ich glaube, so langsam verstehe ich das. Ich glaube, so langsam verstehe ich das Ziel dieser Dinger. Okay. Die sind also hier in der Nähe und haben eine bestimmte Position. Und die Dinger muss ich halt irgendwie im gesamten Schloss wahrscheinlich, um das Ding in der Haupthalle zu öffnen, benutzen. Ich finde nur, die Karte könnte ein bisschen übersichtlicher sein. Große Halle. Das wird wahrscheinlich so eine lange Quest, dass ich es gar nicht schaffen werde. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das rein... Hallo, ich... Boah, komm schon, ernsthaft. Spin round, round. Rebellion. Kobaltblau. Das ist eine Truhe. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Macht. Ich wette mit dir. Da kann ich irgendwann hin. Weil ich mich wahrscheinlich irgendwo irgendwie unsichtbar machen muss. Doch, war schon richtig. Wie kann ich fliegen? Rebellion. Geht? Ob die drauf reagieren? Ich weiß es nicht. Ups. Warum enthält sie Rebellion? Ja, ich glaube, ich muss die hohen Anforderungen wieder runterstellen. Ich glaube, meine 3060 ist ein bisschen zu schwach dafür. Noch eine 30er Serie will ich mir eigentlich nicht holen. Ich könnte eigentlich mal gucken, ob ich mir eine 40er Reihe hole, aber die sind so groß. Rebellion. Warum kann ich hier lange hier nicht ist? Hier sind überall Statuen vom Dumbledore. Aber nur Professor Black ist hier irgendwie. Der Schulleiter. Ich muss Schloss eröffnen. Rebellion. Ihr Maul hat mir der Spaten erlaubt, in jener Schüssel, aus der ich streckte, mein Haupt. Solange ich bei einem Bad pro Woche bleibe, rücke man mir fürs Tauchen in den jungen Toiletten nicht zu Leibe. Bitte, Peeves, ich bin spät dran. Nicht aufhalten, das wollte Rancorous Corp. In eine Falle mich locken, in einen gläsernen Sarg.
Seine Eindämmungszauber, sie versagten jedoch. Zur Vergeltung die Schule, ich zwang unter mein Joch. So stand man sie dir zu. Da ich sonst Unheil mit der Kanone über sie brächte. Von mir, nicht von ihm, kam diese Zusage. Ein Bad pro Woche. Rebellion. Betrage. Hui. Darf ich dir heim? Dunkler Sonnenmut. Oh, der sieht interessant aus. Aber der bringt es halt auch voll, ne? Ich sehe echt aus. Darfst du doch keinem erzählen. Oh mein Gott. Kann auch so ein Scheiße. Ich würde zwar nichts sagen, aber warum? Das ist eine normale Toilette. Das auch. Hier auch. Und hier. Nur dieses Klo ist besonders. Hat sich wohl einfach jemand zurückgezogen, um zu fressen. Okay. Sie sehen herrlich aus. Lassen Sie mich raten. Lila Blut. Ich habe keine Ahnung. Revelio. Könnt ihr den ganzen Tag verbringen? Was ist denn das für ein komischer Gockel? Revelio. Lumos. Leviosa. Revelio. Oh, schön. Kann ich tanzen? Ist doch schön hier. Sieht gut aus. Aber... Tag hier. Nee, kann ich nicht. Gut, dann will ich mal... Oh, so ein Zauberduell wäre jetzt cool. Schön, dass du da bist. Lucan ist da drüben. Revelio. Akir. Revelio. Unten nach oben kann ich nicht. Kann ich dir helfen? Sebastian meint, du wüsstest etwas über einen Club? Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme so nur auf Einladung. An. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Ich hab wohl ein Händchen fürs Duellieren. Dann bist du hier richtig. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu, packst dein und Ding wer aus. Am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Ich mach mit. Duelle sind ein guter Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal triffst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst so du einen Partner mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Wie will ich denn allein die Stäbe kreuzen? Ja, ich trete an. Fantastisch. Möge das Feuerwerk beginnen. Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Ja. Protegos, Gringo! Lumos. Akio. Legioso. Legioso.
Akio. Sendo. Gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Klasse. Ich bin dabei. Sehr gut. Es dauert etwas, diese Duelle zu organisieren. Komm später wieder. Dann habe ich vielleicht etwas für dich. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Ich hoffe, du kommst wieder. Ja, komm ich. Ich guck mir die gekreuzten Stäbe an, auf jeden Fall. Entschuldigung, ich kann einfach nicht ehrlich bleiben. Wie kann ich das öffnen? Gar nicht. Verstehe. Wie komme ich hier rein? Oh, da komme ich rein, okay. Rahmenlose, getönte Brille. Die gefällt mir ganz gut. Ich komme darauf einfach nicht klar. Was ist denn mit dem? Akio, Lumos, Leviosa. Aha. Was haben Sie jetzt vor? Ich würde sagen, ich mache meine Aufträge weiter. Offensive 4, Offensive 4. Der passt. Gefällt mir eigentlich weiterhin ganz gut. Okay, der sieht auch nicht. Verzierter Hausmantel. Ach ja. Neulich ein Katzanwender und wollte keinen Problem mehr machen, bis ein Hauself ihn wegpoliert hat. Was für ein schrecklicher Mann. Professor Black war schon furchtbar, bevor er die Quidditch-Spiele abgesagt hat. Aber das schlägt dem Kessel doch den Boden aus, oder nicht? Ich habe so schon das Gefühl, dass der Professor Black irgendwas... Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, der ist nicht ganz sauber. Der ist irgendwie nicht nur streng, sondern in meinen Augen fühlt er sich auch eher so an, als wäre der irgendwie so ein versteckter Bösewicht oder so. Lumos. Ja. Überaus nervig, wenn Sie Fragen stellen. Akio. Revelio. Lumos. Ich lüge einfach. Revelio. So, wo muss ich denn jetzt, wo und wie muss ich denn jetzt am besten zu der Alten hin?
hier hin. Was ist mit dem Raum, Professor? Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du... Oh, entschuldigen Sie, Dick. Ah, da sind Sie. Vielleicht hat doch sie irgendwas zu verbergen. Ich glaube es aber nicht. Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig hat Ihnen auf dem kleinen Umweg offenbar einiges beigebracht. Wo waren Sie nochmal? Bei Ruinen? Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Aber nein, Professor. Aha. Als wollte man einem Spoiler ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen Sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich Ihre Professoren gebeten, Ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit Sie schneller vorankommen. Professor Ronan hat so etwas in der Art erwähnt. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet Sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Na dann. Ein Ollivander in Hogsmeade? Ja, sein Laden in der Winkelgasse ist wohl bekannt. Es ist ein wahrer Glücksfall, ihn in der Nähe zu haben. Mr. Ollivander ist ein hochkompetenter Handwerker und genialer Zauberstabmacher. Ich lasse mich nur von ihm ausstatten. Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, Professor. Was ist das? Zauberanweisungen sind eine Art Rezept zum Beschwören von Objekten. Ich erzähle Ihnen mehr dazu, wenn Sie mit der Arbeit an Verwandlungszaubern begonnen haben. Okay. Können Sie mir mehr über den Tränkeladen sagen, Professor? Bei J. Pippins Zaubertränke gibt es diverse Trankzutaten, aber Rezepte verkaufen sie nur selten. Professor Sharp hat darum gebeten, dass man dort bestimmte Rezepte für Sie bereithält. Von mir aus kann's losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Vielleicht Sebastian Sello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit Ihnen gesehen. Ich möchte mit Natti gehen. Ausgezeichnete Wahl. Miss Omnai ist eine der begabtesten Schülerinnen und kennt die Gegend. Sie sorgt dafür, dass Ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Danke. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Das hört sich so ekelhaft an. Sprich mit Professor Ronan, um deine erste Hausaufgabe zu bekommen. Oh, Entschuldigung. Ich wollte euch nicht stören, Mädels. Hallo, alter Mann. Ich finde ihn cool. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber. Den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt. Aber zuvor werden Sie von Ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um Ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Okay. Warum muss ich für Reparo erst Aufgaben abschließen?
Keine Unterrichtsstunde kann praktische Erfahrung ersetzen. Und diese Aufgaben werden Ihnen genau das beweisen. Erfahrung ist unerlässlich beim Erlernen einer neuen Magieform. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Das ist die richtige Stelle. Wo ist nur das fliegende Blatt? Revelio. Ach hier. Geschafft. So, was haben wir hier? Hier gibt es echt eine Menge. Ich will zwar nichts sagen, aber es gefällt mir ganz gut. Haben sich hier gut. Hier muss irgendwo ein fliegendes Blatt sein. Aktiv. Großartig. Na dann, läuft doch ganz gut. Das bedeutet, wir können jetzt hier ganz viel sammeln und erkunden und reparieren. Ich hoffe, die ersten Aufgaben. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Läuft ganz gut. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir. Denken Sie daran. Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Naja, fast perfekt. Genau so. Sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische im Wasser. Angeblich stellte sie Herzschmerz dar. Vielleicht hat das eine verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. Es ging schnell. Aufgaben abschließen. Wo soll ich denn noch was kaputt? Wo ist denn noch was kaputt? Revelio. So, ich kann jetzt Sachen reparieren. Das ist doch schon mal gut. Hier. Lumos. Levioso. Revelio. So, will ich noch mal gucken. Ob ich hier noch irgendwas reparieren soll, kann, muss. Schreibe ich meine Zaubertrankideen lieber direkt auf. Revelio. Kann ich mir denn nicht sprechen? Oh, schade. Horrorbüro. Borgin und Burkis. Bei Borgin und Burkis kommt es vermehrt zu Aktivitäten außerhalb der normalen Geschäftszeiten, insbesondere in der finsteren Nachtstunden. Revelio. Kann ich nicht mit dem sprechen? Hat ihm auch nichts gebracht. Ja, gehe ich mal lieber. Der ist beschäftigt, der alte Mann. Revelio.
Was gibt's hier unten? Eine Schatztruhe, wo Money drin ist. Ja. Gut. Willkommen in Hogwarts. Ja, ne? Benötigt Stufe 2. Machen wir doch hier mal weiter. Komm, warum eigentlich nicht? Kann ich jetzt eigentlich auch manuell speichern? Super. Wunderbar. So, reicht für heute. Macht's gut. Tschüss.